Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Beim ersten Part haben wir jetzt den halben Typen rausgezogen. Und jetzt, wie ihr seht, ging es schon weiter. Nicht wirklich. Wir haben jetzt eigentlich das Spiel, habe ich einfach gelassen und habe noch kurz was mit dem David beredet. Und jetzt hat mich dieser Pisser von hinten gebissen. Deswegen habe ich ihn jetzt kurz erschossen. Oder auch nicht. Ich könnte ein paar extra Munition Bitte nicht! Darf ich dich... Oh, scheiße. Ja, okay. Warnung. Ficker. Geh dann mal. Ja, wie schon gesagt, mehrere Leichen jetzt. Scheiß da drauf. Warum muss da... Sind auf einmal... Ist auf einmal alles voller lebender Leichen. Indeed so. Geh da durch. Geh da durch! Ah! Geh da durch! Tritt ihm in die Fresse! Alter! Danke, Junge! Licht aus. Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Kacke. Okay, ich wurde also zweimal gebissen. Ich sollte mich heilen. Hier. Der könnte auch ein Heal-Spray vertragen. Der wäre gut. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Ich war jetzt richtig überfordert mit den Zombies. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Warum bist du denn hier? Ich wäre früher gekommen. Alter. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Alter, dieser Typ. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Darf ich jetzt nahkampfen? Yeah. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Kann man die töten? Nicht sicher, aber... Oh, gut. Also der eine ist gerade gut lang bereithalten, schlitzen. Gut. Wo? Ich höre ihn ganz genau. Oder? Hä? Wo ist denn der Zombie? Matsche Patsche, Alter. Hier hat alles zugestellt. Niemand reinkommt. Ja, jetzt sollte es gehen. Ja. Gut. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Grünes Kraut. Noch mehr Munition. Kombinieren. Ach so. Oh. Aha. Aha. Gesund. Und munter. Bereit zum Zombies abknallen.
Tür geht zu. Danke, Tür. Du hast mich im Stich gelassen. Ich hätte erst um die Ecke gucken sollen. Da ist ein Zombie. Alter! Ich kann auf die Grafik verzichten. Alter, der hängt da. Wie ist denn das passiert? Ja, bleib da oben. Alter. Nein, ich gehe da nicht durch. Ich gehe nicht raus. Scheiß drauf, hier drin ist es zwar auch nicht sicher, aber ich gehe da nicht raus. Und da ist etwas reingekommen. So, Junge. Jetzt geht's weiter. Ich höre was. Du bleibst draußen. Den Kerl hat man auch in der Demo spielen können, aber sie ist verkackt. Du bleibst doch nicht draußen. Ich darf nachladen. Mäh, ich hab gesagt, sie bleiben draußen. Karate Slash! Du hast das Messer verloren! Bist du irgendwie kacke, Junge? Nimm das Messer wieder! Alter! Warum schneidet er sich nicht einfach komplett auf? Aber nein! Legen Sie sich wieder hin. Sie sind sehr gestresst. Sie sind gestresst! Gestresst! Kacke, schnell hier fertig werden. Jetzt kommt die gleich rein. Die Olle. Ach du Kacke, das Mikro fällt komplett runter. Die Olle kommt gleich rein und macht mich kalt. Alter. Da wird's Kack-Setup hier. Also Besprechungszimmer ist noch nicht fertig, aber ich würde gern schnell fertig werden. Die kommt hier nicht rein, oder? Oder? Ich glaube, solange die nicht weiß, dass ich hier drin bin, lässt die mich. Ah, cool. Ein Zettel. Danke. Danke, Spiel. Du bist so gut zu mir. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. 25. Dezember. Zusatz. Eine der Zuflucht suchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stress die Nerven durchgegangen sind. Eher nicht. Aber Kopf hoch. 25. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige überleben konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten. Wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. Yes! 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. Ja, langsam ist gut. Ende von David Vor. Wie hieß der? I don't know. Bitte, Zombiefrau, kommen Sie nicht rein. Ich werde schießen. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen draußen bleiben, Zombiefrau. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen draußen bleiben. Bitch. Lecker. Draußen bleiben. Wir informieren Sie, wenn wir mehr von Ihnen möchten. Alter. Da versucht die mich schon wieder zu töten. Warum tötet die mich dauernd? Ich gehe da mal hier oben durch, ne? Machen Sie es gut, Frau. Machen Sie es gut.
Den leuchte ich mal nicht an, dann lasse ich mal in Ruhe. Yeah, mehr Geld. Mehr Munition. Das ist ja wie Geld, weil ohne Munition läuft nichts. Kann ich Leute zu Tode schlitzen? Scheiße. Also ihm werde ich definitiv zu Tode schlitzen. Wenn er sich nicht gleich umdreht und mir eine verpasst. Goodbye, Sir. Bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie ruhig. Shit. Alter, dieser Typ. Bleiben Sie ruhig. Lass mich nochmal dreimal reinstechen, bevor er wieder aufsteht. Wo bin ich jetzt eigentlich gelandet? Neben der Eingangshalle. Da will ich ja wieder hin. Hier, dann gehe ich hier zur Picktür. Dann gleich. Gut. Die Olle habe ich hinter mir gelassen. Jetzt ist der Dicky dran. Dicky mag mich nicht. Ich mag ihn nicht. Ich habe ihn niedergestochen. So wird's gemacht. Schießpulververnutzung. Cool. Schießpulvernutzung. Habe ich gerade Vernutzung gelesen? Bin ich dumm? Flintmunition, Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver, gelb. Markmunition, zwei hochwertiges Schießpulver, gelb. Pistolenmunition, zwei Schießpulver. Auf der Polizeistation wird langsam Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, dass Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Kann ich brauchen. Schießpulver. Hoffentlich zwei Schießpulver. Nein, nur eins. Yes. Suck it. Ich kann erstmal noch weitere Zombies niederschießen. Dich auch, wenn du aufstehst. Ich schwör's dir. Zum Glück habe ich keinen Code, sonst wäre das ja voll easy gewesen. Ich hätte es gerne manchmal easy in Horrorspielen. Ernsthaft. Ja, teilweise auch schön. Aber hey, wir haben Zeit, Sachen zu lesen. Falls es zu müde wird, einfach überspringen. 28. September, 2.30 Uhr. Außer mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition. Dafür finde ich aber ganz schön viel. Und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Wir haben Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edward. Wenn Dicky gleich reinkommt, ich schwör's dir. Erster Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy, das sind wir. Yay! Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie den Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Hä? Also, Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Was sind Initialen? Bin ich dumm? Also meinst du Leon S. Kennedy? Ach du Scheiße, mein Mikro fällt um. Samuel ist dumm, Mikro fällt um. Okay, ich hab's wieder aufgestellt. Da gibt's jetzt dann die Buchstaben in der Reihenfolge an unser Schreibtisch ein. Ich glaube, der wird bald ein bisschen oft geben mit dem Titel. Samuel ist dumm, Mikro fällt um. Aha. Was eine Anlehnung ist an Gamer Chaos Haus und Fest auf dem TS Felskamp fällt um. Mama. Williams.
Ja, danke dafür. Ich öffne mal meinen Schreibtisch. Welcher Schreibtisch ist zuerst? Ich weiß es nicht. Bleiben Sie liegen? Nein, bleiben Sie nicht. Ich hab sie abgestochen. Warum? Why is he bullying me? Why are you bullying me? Stell mal vor, ich wäre am Anfang vor ihm vorbeigelaufen. Können Sie sich jetzt hinlegen? Habe ich mein Messer verloren? Das ist weg. Es ist weg. Weil ich zweimal gemessert habe, oder wie? Wie oft muss ich den jetzt niederschießen? Welcher Schreibtisch ist zuerst? David Ford. Dann Elliot Edward. Und dann, wer du bist, weiß ich nicht, aber ich weiß schon, dass ich keinen Bock auf dich habe. Sie sind hiermit entlassen. Also dann Elliot Edward und als letztes, weiß ich nicht. Also, Elliot, David, Liam. Elliot. Gibt's kein E. Bin ich dumm? Ich schwör's dir, wenn du aufstehst, ich schlag dich. Edward, doch müsste. Es müsste irgendwo ein E geben. Elliot Edward. David Ford. Und Leon S. Hä? Ah! Lee eher nicht, ne? Also in der Reihenfolge der Schreibtische fängt es hier an. Also Leon Elliot oder nee, Leon David Elliot. Hä? Oder muss ich... Was? Hallo? Hä? Ich bin so verwirrt. David Ford. Elliot Edward. Wir haben keinen Namen. Dann, oh. Was steht da? Rita Phillips. Und Marvin Brennick. Also. Rita Phillips. Marvin Brennick. Also. Rita Phillips. Also Leon, Rita. Nee. Er müsste hier geben, aber hier gibt's kein R. Was? Kann ich nochmal den. Habe ich den Zettel? Also, der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Der Reihenfolge des Schreibtisches ist ein, es gibt zwei Schlüssel, ein Brusche. Oh.
Aber ich seh nur die Namen von zweien. Oh, ich habe auf den beiden Tischen Dokumente eingesammelt, oder? Kann das sein? Ja. Aber da steht nichts zu. Ne, der ist von Elliot Edward. Der ist von David Ford. Verkackeiern. Wo stehen hier eure Namen? Ich brauche die Namen von denen. Haben die irgendwo ihre Namen versteckt? Bin ich zu blöd? Ha! Nell Carlson. Neil Carlson, Elliot Edward und David Ford. Also, Neil Carlson, Elliot Edward und David Ford. Yes! Wo hast du es versteckt, Junge? Wo hast du es versteckt? Ich weiß, dass es hier sein muss. Ich werde alle durchprobieren, wenn ich dein dummes Namensschild nicht finde. Hast du da unten versteckt? Bist du ein richtiges Arschloch oder was, Alter? Den Kollegen werde ich erschießen, wenn ich ihn sehe. Alter. Weißt du was? Ich scheiß auf dich. Also Rita und Marvin. Also. Was? Marvin? Ja, Marvin. Mavis. Oder, keine Ahnung. Scheiß drauf. Maven. Rita. Look at me go. Ich löse dieses Puzzle. Ich bin so ein krasser Mann. Erweitertes Magazin. Matilda. Give me the magazine. Leon S. Kennedy. Darf ich jetzt gehen? Der ist nicht mehr aufgestanden die ganze Zeit. Warum stehst du nicht auf, Junge? Nein, du darfst noch nicht gehen. Der steht nicht auf, der Typ. Und... ich hab's genau gehört. Am Boden bleiben. Das war's hier mit den Sachen, oder? Gibt's hier noch was? Spiel, sagst du mir noch was? Das ist hier noch... ja, hier gibt's noch was. Ah! Guten Morgen! Wie geht's Ihnen so? Ich hab sie dreimal angeschossen! Was zum? Hinlegen, weiter schlafen. Achso, stimmt, ich hab das Zahlenschloss noch nicht. Darf ich dich töten? Kann ich dich jetzt einfach auch so oft erschießen? Bleibst jetzt liegen? Ich habe keinen Bock mehr. Wenn du jetzt liegen bleibst, ist alles gut. Gut. So, Zahlenschloss. Findest du im nächsten Part? Finde ich, wie David gerade sagt, im nächsten Part. Und damit werde ich diesmal pausieren. Und damit sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ciao.